Einen wunderschönen guten Abend zu den Games Welt News. Mein Name ist Kuro. Heute ist Mittwoch, der 14. Februar 2018. Und wir haben folgende Themen für euch, denn PlayStation Now wird günstiger, Dead Space kostet gar nichts mehr, Monster Hunter World wird wahrscheinlich nicht für die Switch kommen und Ubisoft möchte weniger Spiele veröffentlichen. Sony Interactive Entertainment Europe hat heute bestätigt, dass der Streaming-Service PlayStation Now günstiger wird. Statt 17 Euro müsst ihr dann nur noch monatlich 14,99 Euro ausgeben. Na gut, spart man immerhin ein bisschen was. Und im gleichen Atemzug dazu wurden auch neue Spiele für diese Streaming-Plattform angekündigt. Ihr könnt dann auch unter anderem Fallout New Vegas, NBA 2K16 und Divinity Original Sin Enhanced Edition auf eure PlayStation-Konsole streamen. Electronic Arts hat ja für Origin hin und wieder die Aufs-Haus-Aktion, was bedeutet, dass ihr euch etwas ältere Spiele kostenlos runterladen könnt. Und in diesem Fall ist es Dead Space. Ein Gruselspiel, ziemlich gut, ziemlich gruselig, gibt es für limitierte Zeit kostenlos, wenn ihr einen Origin-Account besitzt. Also, falls ihr Dead Space noch nicht gespielt habt, einfach mal runterladen. Monster Hunter World gibt es ja aktuell für die Xbox One und PlayStation 4. PC-Version folgt später in diesem Jahr. Und es gibt einige Leute, die gefragt haben, so, oh, Monster Hunter World würde ich aber auch gerne auf der Switch zocken. Und jetzt hat sich Capcom COO Hashuhiro Tsushimoto dazu geäußert und hat gesagt, nun, die Switch ist, was die Hardware betrifft, etwas unterschiedlich und auch nicht ganz einfach zu handhaben, was Monster Hunter World betrifft. Aber er sagte ja, dafür gibt es für die Switch Monster Hunter Double Cross. Und dann sage ich an dieser Stelle, ja, das mag sein, aber nur in Japan. Please, könnt ihr dann auch mal für Europa veröffentlichen. Und die Leute, die sagen so, ja, aber die Switch hat doch kein Region Lock. Kann man sich ja so runterladen. Ja, aber ich kann kein Japanisch. Verdammte Axt. Ubisoft-Chef Yves Guillemot hat gesagt, hey, wir als Unternehmen werden zukünftig weniger Spiele herausbringen. Denn laut seiner Aussage ist es so, dass Neuveröffentlichungen nur noch einen kleinen Teil des Erfolgs oder beziehungsweise des Umsatzes eines Spiels ausmachen. Und deswegen lohne sich eher, Spiele über einen längeren Zeitraum mit neuen Inhalten zu versorgen. Ist natürlich nicht dumm, und wenn man sich Ubisoft anschaut, sieht man ja, dass in der letzten Zeit auch Spiele veröffentlicht wurden mit Rainbow Six Siege zum Beispiel oder auch ein The Division, das halt auch einige Jahre nach dem Release mit neuen Inhalten veröffentlicht wurde, und die Studios haben mehr Zeit, Spiele zu veröffentlichen oder an Spielen zu schrauben. Sieht man auch an Assassin's Creed Origins, dass das nicht so verkehrt sein kann, von daher gar nicht mal so eine schlechte Überlegung. Das war's dann auch schon wieder mit den Games Welt News. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.